wer mit Geheimdiensten arbeitet gegen die Muslime und er weiß, dass Geheimdienste, besser gesagt, direkt, wer für Verfassungsschutz arbeitet und er weiß genau, dass der Verfassungsschutz gegen den Islam ist und gegen die Muslime, diese Person ist für mich Kafir, kein Muslim, egal wenn er auch tausendmal betet. Warum? Weil man weiß, dass diese Leute gegen den Islam sind. Das ist klar. Der sagt dir, dieser Islam, der auf Basis von Koran und Sunna ist, ist gegen unsere freiheitliche, demokratische Grundordnung. Das wird eure Religion ist gegen unsere freiheitliche und das muss bekämpft werden. Und deshalb nennen sie das Islamismus, Salafismus und so weiter. Jetzt aber ein anderer Petze bei Behörden oder sowas. Da gucken wir, in welchem Bereich. In welchem Bereich? Und das könnte von, sage ich jetzt, weltlichen Interessen sein, bis zu Religion sein. Wenn das in einem religiösen Thema ist, dann muss man prüfen, ob diese Person noch Muslim ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Aber einige Leute denken nicht, bis was passiert und dann macht man die Augen auf, sagen, oh, was habe ich getan? Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum, und urteile über die anderen, das ist sehr schwer zu fällen. Und wie ich schon gesagt habe, ich meine, leider muss ich zugeben und sagen, dass unsere Arbeit immer verhindert wird, nicht durch die Kuffar, sondern wenn diese Kuffar nicht von Muslimin gehetzt werden, dann machen sie das nicht. Weil der Kafir, der sagt, ich weiß nicht, was die Muslime machen, aber wenn man jemand ihm sagt, ja, schau mal, und das geht nicht und sowas, und oh, der Islam ist nicht so, und diese Leute und so weiter, Allah al-Musta'an.